Heute wollen wir euch die Cleavage-Theorie vorstellen. Sie beschäftigt sich mit der Entstehung verschiedener Parteien. Die Theorie geht davon aus, dass in der Gesellschaft langfristig verhärtete Konfliktlinien bestehen, die sich in der Gründung von Parteien manifestieren. Diese Parteien sind auch heute noch im deutschen Parteiensystem zu finden. Um euch die vier traditionellen Cleavages zu veranschaulichen, haben wir ein paar Beispiele mitgebracht. Zuerst betrachten wir die Zentrum-Peripherie-Achse. Dabei geht es um die Konfliktlinie zwischen zentralen Eliten und von ihnen abhängigen Gruppen. Sie wohnen abgelegen vom Zentrum des Landes und unterscheiden sich beispielsweise durch Dialekt, Ethnie oder Religion von den Eliten. Das ist Johann. Er wohnt auf Norderney. Berlin scheint ihm weit weg und er fühlt sich von Angela Merkel nicht ausreichend repräsentiert. Deshalb gründet er die Ostfriesenpartei. Ein reales Beispiel ist die CSU. Sie vertritt explizit bayerische Interessen, auch im Bundestag. Die zweite Konfliktlinie äußert sich zwischen Kirche und Staat. In vielen Ländern sind Kirche und Staat getrennt. Religionsgruppen gründen deshalb Parteien, um ihre Vorstellungen zu vertreten. Das ist Mona. Sie ist sehr gläubig. Leider muss sie an ihren religiösen Feiertagen trotzdem in die Schule. Darum gründet Mona eine Partei. Ein Beispiel ist die CDU, die christliche Interessen vertritt. Das nächste Cleavage liegt zwischen Stadt und Land. Im Zuge der Industrialisierung haben sich Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung verstärkt. So entstanden liberalere städtische Parteien und konservativere Landparteien. Das ist Frieda. Sie wohnt in einem kleinen Dorf und ihre Familie hat einen Hof. Weil die urbanen Parteien landwirtschaftliche Interessen nicht vertreten, gründet sie die Bauernpartei. Als Beispiel kann wieder die CDU genannt werden, die für ländliche Bedürfnisse steht. Als viertes Cleavage schauen wir uns die Konfliktlinie zwischen Arbeitern und Kapitaleigentümern an. Auch hier hatte die Industrialisierung einen großen Einfluss auf die Entstehung von sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Parteien. Das ist Karl. Er muss den ganzen Tag hart in einer Fabrik schuften, weshalb er die Fließbandpartei gründet, um sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Beispiele sind die SPD, die als Arbeiterpartei gilt, oder die FDP, die unternehmerische Interessen vertritt.